Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1. Und genau, dann würde ich mal sagen, jo, machen wir direkt mal weiter hier. Mission 7, versunkener Schatz, Leute. Einführung. Alles klar, gehen wir direkt mal rein in die Mission. Das ist ein Schlachtkreuzer, Leute. Der hat irgendwas anvisiert. Alles klar. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal in die Mission rein. Ich habe die schon mal vorgespielt. Es ist eine sehr anstrengende Mission, wirklich. Ich habe schon eine halbe Stunde in der Mission gespielt und ja, ich sag da lieber nichts dazu. Gut, LENCOM 16. HQS, streng geheim an Kommandant H9. Eine abgefangene Nachricht der Sowjets konnten wir entnehmen, dass Ihre Forschung am Eisernen Vorhang durch unsere Spionage zurückgeworfen wurde. Ausgezeichnete Arbeit, Kommandant. Haben wir beim letzten Mal gemacht, ne? Wir konnten die Nachricht zu einer geheimen Sowjetbasis auf Bornholm zurückverfolgen. Finden Sie heraus, ob diese Basis in irgendeiner Verbindung zur Forschung am Eisernen Vorhang steht. Nehmen Sie die Radarstation ein und verhindern Sie, dass die Sowjets weitere U-Boote bauen können. Verstärkungen sind Alles eingetroffen. klar, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Diese Mission ist eine richtige Scheißmission, Leute. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Wirklich. Hier lebt sogar noch ein Grüner. Was? Das ist eine richtige Kackmission hier, wirklich. So, und die Mannequin hier, direkt platt fahren. Los. Gut, direkt wegmachen. Hier steht noch ein Grüner, krass. Und ja, direkt aufbauen. Wir müssen hier schnell sein, Leute. Wir müssen hier richtig schnell sein. Das ist so. Das ist eine richtige Ficker-Mission. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Weil als ich das letzte Mal die Mission gespielt hatte, ja, ich würde sagen, ich speichere das Ding erstmal. So, da habe ich verloren. Ja, das ist. Ich habe eine halbe Stunde gespielt. Ich war in einer Dauerverteidigungsstellung und die ganze Kohle hier war schon weg. Das heißt, ja, richtige Kackmission. So, da will er uns nämlich schon wieder abfacken hier. Los. Genau, Leute. Kaserne. Es kommt hier von da oben, die Verstärkung. Okay, krass. Gut, dann. Ach, das ist die geile Kirchenmucke. Genau. Die geile Kirchenmucke, ey. Oh, dann fahr die kaputt. Los. Mach die platt hier. So. Und dann wieder mit Mannequin. Die sind direkt weg. Sehr, sehr gut. Und hier auch wieder. Zack. Oh. Was? Ach, hier. Okay. Ja, gut. Dann schieß die kaputt. Los. So, Waffenfabrik direkt einen zweiten Sammler bauen. Ja, ist notwendig hier. So, Radar, nein, Energie. Und genau, Leute, wir müssen uns hier durchkämpfen. Ich probiere es mal. Ich habe ja gerade eben gespeichert, ne? Probier es mal, ob ich die hier schon irgendwie aufreiben kann. So. Weil wenn ja, das wäre schon mega. So, macht das kaputt da, das Ding. Macht das fast kaputt. Ach, verdammt. Egal. Egal, Leute. ja, wir haben die schon ein bisschen aufgerieben hier tatsächlich. Mach die kaputt. Hau doch drauf. So. Mach das Fass da kaputt. Verdammt nochmal. So. Der Raketenwerfer ist schon mal weg. Sau gut. Nein, jetzt kommt er hier rein. Ach, verdammt. Jetzt ist er hier reingekommen. Verdammt nochmal. Ja gut, egal. Das kriegen die Schiffe hin. Und was mir noch aufgefallen ist, hier oben kommt da gleich auch mit Meliken raus. Ja, das ist ein bisschen. Das ist krass, aber das ist so, Leute. Deswegen muss ich da oben. Zerstören Sie die U-Boot-Werft. Genau, wir müssen U-Boot-Werfen kaputt machen.
Konstruktion. Würde ich sagen, repariere ich die beiden Panzer. Neue Bauoption. Und verteidige mich. Nee, noch nicht, oder? Gestoppt. Nee, bau erstmal Panzer, Leute. Ich brauche einfach hier nur Kampfpanzer. Das sind einfach die stärksten Einheiten, die die Alliierten haben. Ja, das ist ein bisschen doof, aber das ist halt so. So, Leute. Gut. Dann stelle ich die drei einfach mal hier oben hin. So. Und verteidige. Fang an, mich hier zu verteidigen. Weil, das kann ich euch schon mal sagen, hier kommen sehr viele Einheiten. Sehr, sehr viele Einheiten. Genau. Da hat er nämlich schon wieder Verstärkung gekriegt hier. Zack. Und Bunker. So. Einfach hier abriegeln, Leute. Fahr da drauf. Los. Hier kommt nämlich gleich ein Transporter, das weiß ich noch. Und ja, genau, diese Panzer, die nerven so richtig, Leute. Gut, alles klar, dann direkt abfangen, die Kacke. Bevor sie mir jetzt hier wieder laufend die Sammler klauen. Ja, das ist... Die haben mir irgendwie 5 Sammler geklaut in meinem letzten Versuch, deshalb, ja. Das war schon ein bisschen suboptimal. Aber gut. Oh, zack. Nee, erstmal noch ein Bunker, Leute. Jo. Die lasse ich erstmal da oben stehen. Bunker. Zack. Und noch ein Turm. Oh nein. Genau jetzt kommt die. Ah, Minikin. Ist gut. Jetzt macht er mir mit... Sein Ernst. Jetzt macht er mir mit diesen Drecks-Minikin meinen Sammler platt hier. Das ist so scheiße. Wirklich. Neuen Sammler bauen. Verdammt nochmal. Hat er mir echt mit dem Mannequin meinen Sammler weggenommen? Das ist doch ein... Was ist so ein Sack, wirklich? Oh, ja. Kann ich noch die Flachs bauen hier? Ja, das ist echt... Das ist nicht einfach. Ich sage es euch, Leute. Das ist nicht einfach. So, dann bauen wir Flak hier. Zack. So. Nein, du gehst bitte erst hier hin. Ich brauche Panzer, Leute, für da. So. Weg mit denen. So. Sehr gut. Flak. Energie. Da kommt er noch schon wieder mit Mannequin. Na, seht ihr das? Schon wieder Mannequin. Schön überfahren hier, los. Sehr gut. So, auch überfahren. Zack. Ah, Mann, Mann, Mann. So, nächste Turm hier. Los. Und nächste Kampfpanzer. So. Ich glaube, ich werde hier einfach nur Kampfpanzer benutzen in dieser Mission. So. Dieser Transporter da oben ist noch gar nicht gekommen, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Hier oben kam eben Transporter. Naja, gut. Wird repariert. Gut. Leute, wir bereiten uns weiter vor. Energie niedrig. Wird repariert. Wieso? Ich habe doch genug Energie. Konstruktion abgeschlossen. Naja, gut. Einheit bereit. Nee, dann. Oder doch, komm, bau noch einen Bunker. Und dann würde ich sagen, baue ich einfach weiter Panzer. So. Gestoppt. Zack. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, haben wir das. Wird gebaut. Ich hoffe, es läuft diesmal besser in dieser Mission. Konstruktion abgeschlossen. Baue jetzt noch die 4 Silos hier hin. Habe ich noch genug Energie überhaupt? Ja, ich brauche noch ein Kraftwerk. So. Und wie gesagt, ich baue einfach nur Kampfpanzer. Weil mehr brauchen wir da wirklich nicht. Wir brauchen keine Artillerie, wir brauchen keine Gummipanzer, wir brauchen einfach nur Kampfpanzer. So, Leute, einfach nur Kampfpanzer bauen. Da hat er nämlich, da seht ihr nämlich die Mix. Da, der hat nämlich Jagdbomber. Da waren sie schon, okay. Alles klar. Gut. Würde ich sagen, baue ich noch einmal eine Werft, weil wir brauchen nämlich auch gleich die Zerstörer. Da kommt er nämlich schon, seht ihr das? Da kommt er nämlich schon mit der Scheiße hier, wirklich. Mach die kaputt. Dann nochmal. So, da steht ein Raketenwerfer im Schatten.
du Scheiße, was ist das für eine Musik? Mach die Scheiße kaputt da! Verdammt nochmal. So, dieser Raketenwerfer. Dieser Raketenwerfer, der kann bitte... So, Leute. Zack, Schiffswerft. So, und genau jetzt, Leute, genau jetzt. Mach diesen Scheißsammler kaputt. Weil der will nämlich, hier oben sind Edelsteine. Und die will er sich klauen. Jetzt kommt er da doch mit den Mannequin raus. Ich glaub's nicht. So, ich habe aber genug Panzer, Junge. Oh, schaut euch das an. Schaut euch das an. Diese ganzen Mannequin hier. Wirklich. Kaputt, 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 kaputt. So, Leute. Jetzt ist der Moment nämlich da. Ich baue nach wie vor Panzer. Sehr gut. So, der will nämlich hier... Ich habe nur noch zwei Panzer, ne? Das ist so heftig. Aber gut, alles klar. Gut, Leute. Ich habe nach wie vor genug Panzer. Schon mal saugut. Gut, dann fahr die kaputt. Los. Das war geil. So. Alle Panzer bitte hier vorne sammeln. Wir müssen das Ding nämlich verteidigen da. Und der eine, der kann hier oben hingehen. Da. Der will nämlich hier die Edelsteine klauen. Wegmachen. Mach den kaputt, bevor der sich da die Edelsteine klaut. Mach die Scheiße kaputt. So. Weg damit. Sehr schön. Jetzt kommt er nämlich an. Seht ihr das? Jetzt kommt er nämlich an hier. Er versucht wieder was hier kaputt zu machen, aber das schafft er nicht. Alles klar. Du sammelst bitte Edelsteine. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Die brauchen wir wirklich. Die Edelsteine. Zack, zack. So. Die Schiffe bitte reparieren. Turm bauen. Hey, ich glaube, dann haben wir das sogar. Geil. Dann haben wir jetzt in diesem Versuch ja noch mal ein bisschen was Besseres hier. Ein bisschen besseren Fortschritt als beim letzten Mal. Weil letztes Mal war es wirklich... Ja, ich hatte hier kein Standbein hinbekommen. War einfach mehr Kampfpanzer so. Und einen Ingenieur brauche ich noch für hier unten. Wir müssen nämlich hier unten das Radar einnehmen. Und ja, das machen wir gleich alles ganz in Ruhe, Leute. So, genau, die bringen Edelsteine. Der bringt normales Erz. Sehr gut. Dann haben wir das ja schon mal überstanden, ne? So, Leute, hier oben ist sogar noch ein bisschen was Erz. Ja, dann, der baut weiter die Panzer, ne? So, ich tu mal bitte da oben das Zeug sammeln. Weiter Panzer bauen, einfach weiter Panzer bauen. Genau, den hier, den haben wir jetzt mal ein bisschen aufs Maul gegeben, würde ich fast sagen. Oh, Energie. 500 von 500. Tatsächlich, ja. Oh, hier oben ist noch was kaputt. Unzureichende Finanzmittel. So, genau. Dann. Oder sammelt einfach beide Edelsteine. Genau. Diese Lücke, ey. Was hat er jetzt schon wieder hier? Was ist das für eine creepy Mucke? Oh Mann. Ach du Heilige. Nein! Egal. Das sind nur Mannequin. Die gehen. Die gehen. Seht ihr das? Die gehen. So. Weg damit. Weg mit der Scheiße. Wirklich. Einfach drüber fahren. So. So. Sehr schön. Leute, dann haben wir das hier. Ja. Die kommen nochmal mit hier nach vorne. Das kann sich mal reparieren. Oh, das sind sogar zwei. Ja gut, dann. Alles klar, Leute. Freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Bei Command & Conquer Remaster. ja. Richtig geiles Remaster-Spiel. Und ja, wir bereiten uns hier weiter auf den Angriff vor. Der muss ich noch reparieren, bitte. So, und wir können jetzt tatsächlich Zerstörer bauen, Leute. Wir haben Schiffe. Und da fange ich auch gleich an, Zerstörer zu bauen. Allerdings brauche ich erstmal noch ein paar Panzer. Das ist einfach so. Ich brauche viele Panzer. So, dann repariert ihr euch mal bitte. Außer der hier.
Außer, außer der hier, der kann hier bleiben. Wird gebaut. Einfach nur Panzer bauen, Leute. Das ist so wichtig hier. Wirklich. Wird repariert. Ja. Einheit repariert. Der hat Erz gesammelt, ist in Ordnung. Wird gebaut. Gut, Leute, dann baue ich mir jetzt einfach eine Übermacht an Kampfpanzern auf hier. Das muss einfach sein. So, Leute. Mehr Kampfpanzer. So. Noch 6 Stück. So. Alles klar, dann haben wir hier jetzt erstmal sogar ein bisschen Ruhe. Das war beim letzten Mal so nervig, Leute. Die sind immer hier unten mit 2 Kampfpanzern hingefahren, damit ich hier die Scheiße nicht sammeln konnte. Das ist, ja, das war übel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hey, geh doch dahin. So. Und zack, genau. So. Jawohl. Leute. Und ja, wie gesagt, jetzt auf 1080p meine Let's Plays. Dauert zwar länger mit der CPU-Rendering, mit dem Video-Rendering, aber für euch mache ich das, Leute. Sehr gerne sogar. Gut, der sammelt die restlichen Edelsteine auf hier. Und das war's. Okay. Gut. Alles klar, dann sind die Edelsteine uns. Deswegen konnte der nämlich beim letzten Mal auch so viel Scheiße bauen hier. Weil er hier oben die Edelsteine bekommen hat. Deshalb ist der mit so viel Schrott angekommen, wirklich. Aber jetzt bin ich derjenige mit so viel Schrott. Schaut euch das an. Richtig gut. Einfach weiterbauen. Einfach weiterbauen. Und ja, dann würde ich mal sagen, nehme ich mir jetzt mal diesen Trupp hier. Mach mal hier unten die Kacke kaputt. Oder was macht das weg hier? Die Mix. Okay. Aha. Da ist noch ein Sammler von dem hier, ne? Genau. Die Edelsteine sind weg, Kollege. Haha. Die Edelsteine sind weg. Sehr gut. So. Weg mit dem Scheiß. Jetzt kommt er nämlich mit seinem Mix hier an. Gut, Leute, dann würde ich sagen, speichern wir das Ding erstmal nochmal. Bevor irgendein Missgeschick passiert hier mit dem Radar. Weil da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht kaputt machen hier. So, genau. Boah, die scheiß Mix, ne? Leute, wirklich. Stellt euch mal hier rein. Damit die gleich schön von den Flachs abgeschossen werden hier. So. Das Radar da unten, ja, ja. So. Kaputt. Alles klar, sehr schön. Gut, dann schicke ich den Ingenieur schon mal hier unten rein. Alles klar. Gut, dann haben wir unser erstes Missionsziel gleich erreicht. Bei Minute. Gut. Warum wurde der nicht abgeschossen? Naja gut, dann baue ich einfach eine Flakstellung. So. Abgebrochen. Baue ich einfach ein... Oh nein, kann ich gar nicht. Gut, dann verkauft die eine hier unten. Konstruktion abgeschlossen. Erstes Einsatzziel erreicht. Trotzdem keine Energie? Energieniveau was denn? Kritisch. Hä? Das ist jetzt aber verarsche. Ist okay. So, wir haben das Gebäude erobert hier unten. Wird gebaut. Boah, diese geile Mucke, wirklich. Dieser geile Soundtrack. Zack. Weg damit. Fahr einfach drüber. Hä? Okay. Gut. Warum zeigt er mir jetzt die U-Boote auf einmal an? Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Dann machen wir die halt platt. Jetzt da wir die sehen, machen wir die platt. Aber mach doch schneller. Mensch. Der macht meine Schiffe alle platt, ey. Unfassbar. Na gut, nö, dann. Was ist das da? U-Boot. Okay. Wieso sehe ich jetzt die U-Boote? Hä? Das verstehe ich nicht. Aber gut, ist egal. Die Mannequin, die können einfach mal hier hinten reinlaufen. Die brauche ich hier eh nicht. So. Einer hat repariert, was? Na gut, das ist egal. Das ist egal, Leute. So, zack. Oh, die fährt die einfach platt.
Der fährt hier einfach platt. Oh Mann. Naja gut, Leute, macht ihr das U-Boot platt. Wird gebaut. Gut, Leute. Mach das reparieren hier? Ah, da ist noch einer. Ach, verdammt. Ja gut. Dann ist egal. Dann muss ich einfach zerstören. Jede Menge jetzt, ne? Ne, 10 Stück reichen. Gut, weil ich kann mir jetzt die Kampfpanzer hier nehmen und mal hier vorne. Ja, Sir. Mal ein bisschen was platt machen hier so. Los. Hier unten das Erzfeld ist auch noch da. Sehr gut. So, mach die platt. Los. Alles klar, Leute. Dann macht das kaputt hier. Los, wegmachen. Hier auch wegmachen. Alles klar, Leute. Geil. Sehr, sehr gut. Boah, Tesla-Spule. Ach, du Scheiße. Oh, genau jetzt wieder. Energieniveau kritisch. Hä? Einheit verloren. Warum denn? Einheit verloren. Wieso fehlt mir jetzt auf einmal ein Kraftwerk? Das verstehe ich nicht so ganz, aber gut. So. Hä? Wieso ist auf einmal mein... Mach die Energie platt, wirklich. So. Mach das platt hier, los. Mach die Testerspule da oben im Arsch. Verdammt nochmal. Warum fehlt jetzt wieder ein Kraftwerk, hä? So. Los. So, egal. Wir machen die Basis platt. Los. Mach die Scheiße kaputt hier. So. Jawohl, Leute. Wir vertreiben die Russen hier auch aus diesem, aus dieser Gegend. Sehr, sehr gut. Blöde Russen. Da ist noch eine Tesla-Spule. Oh, noch eine. Weg damit. So. Mach die Energie platt. Energie platt machen. Los. Schneller. Die funktionieren immer noch. Ah, wegmachen. Die Energie wegmachen. Unbedingt, ey, die Energie. Das sind zwei, ne? Oder? Ne, ist nur eine. Egal. Wir haben's, Leute. Wir haben's. Sehr schön. Wir haben den schon. Wir haben den Typen schon erledigt. Wir haben den Typen schon erledigt. So schnell geht das. Wirklich. Das war's schon. Mehr hat er nicht. Das war's schon. Tatsächlich, Leute. So, dann macht das Ding kaputt hier, los. Zerstörer sind im Bau. Sehr, sehr gut. Weil wir brauchen die Zerstörer für die anderen U-Boot-Werften hier. Die sind nämlich das Hauptziel. So. Das war's schon mit dem Land. Landeinheiten von ihm. So krass. So, weißt du was? Bauen wir noch eine Werft. Damit das ein bisschen schneller geht hier. Ja, 7 Minuten noch. Dann schaffen wir diese Mission tatsächlich in einer Folge. Das ist doch super. Das ist echt super. Muss ich sagen? Würde ich sagen, macht immer hier die U-Boote hier platt. So. Wir machen einfach alles kaputt, was er hat. So. Boah, die ziehen so viel ab, ne? Das ist unfassbar. Die ziehen so viel ab. Ja, toll. Gut. Dann einfach hier reparieren. Gut, Leute. Machen wir einfach mal hier. Zack, 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 zack. Damit die Balken hier weggehen. So, sehr gut. Unzureichende Finanzmittel. Ja, mehr. Es ist ja eigentlich nichts mehr, ne? Wir müssen eigentlich nur uns den Weg hier mit den Schiffen vorkämpfen. So. Wird repariert. Zack. So, sehr gut. Brauchen wir eigentlich nur 10 Stück. Mehr brauchen wir nicht. Wird gebaut. Einer noch. Wird repariert. Einer noch, ja. Boah, die kosten so viel. Was machen eigentlich die Sammler? Warum sammelt ihr eigentlich da unten, wenn hier oben was ist? Mensch. Alles klar, ja, jetzt können wir die Mission ein bisschen ausklingen lassen, tatsächlich. Jetzt ist es wirklich nicht mehr viel. Das haben wir uns aber auch verdient, ey. Nach dem letzten Mal war das schon... Ist das hier schon easy gewesen, ja? Letztes Mal war wirklich krass. Aber gut. Leute. Ich habe keine Silos. Doch, wir haben Silos hier. Gut. Alles klar. Dann bewegen sich die Schiffe immer vorwärts. Und dann können wir sogar vielleicht noch in die nächste Mission reinspinsen, ne?
Alles klar, meine Panzerarmee ist hier. Sehr, sehr gut. Ist hier unten vielleicht noch was? Ich bezweifle es zwar, aber mal gucken. Das ist tatsächlich nur ein Hund. Da war noch ein Hund. So, Schiffe vorwärts. Die sehen geil aus, schaut mal. Voll realistisch. Bist voll realistisch jetzt. Zerstörer, Leute, die sind viel besser als die Kanonenboote. So, U-Boote platt machen, los. Mach die U-Boote platt hier. So, zack. Und zack. So. Den da oben noch. Boah, wie viele der hat, ne? Das ist unglaublich. Mach den kaputt. Und den noch kaputt machen, zack. Den noch kaputt machen, zack. So. Und zack. So. Dann würde ich mal sagen, können wir weitergehen. Ja, die Karte ist nicht so groß, ne? Aber es waren halt extrem viele Einheiten. Batz. Direkt weg, zack. Ja, es gibt hier so eine Taktik bei den U-Booten. Man muss die umkreisen und dann drauf schießen, alle zusammen. Dann sind die mit einem Schlag weg. Genau. So, dann würde ich mal sagen, hier runter. Aber wir müssen nur noch hier diese U-Boot-Werfen platt machen und das war's dann. Dann haben wir es wirklich wieder geschafft hier. Da kommt er nochmal mit Spawner-Mix. Ja, ja, mit ein paar Spawner-Mix. Ja gut, egal. Mach die einfach kaputt. Los. Mach die kaputt hier. Los, wegmachen. So. Und wieder wegmachen hier, los. So, sehr gut. Da ist noch eine Testerspule, schaut mal. Boah, die Raketen-Sounds, richtig cool. Ja, richtig geil jetzt. So, wegmachen. Und hier unten die noch. Das ist die letzte. Einmal speichern noch kurz. Bevor wieder irgendwas passiert hier. Und ja, dann würde ich mal sagen, haben wir's. Sehr schön. Perfekt. In einer Folge, Leute. Richtig gut. Das ist der Schlachtkreuzer. Bum, bum. Dem geilen Bass. Alles klar, ja. Da hat man mal den Schlachtkreuzer gesehen. Oh, Bonusgalerie, versunkener Schatz. Cool. Okay, 25 Minuten, wie ihr seht. Also schon schnell gegangen am Ende, ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, schaut mal, wie viel der Russe verloren hat. Ey, das ist so krass. Gut. Alles klar, Leute. Fortsetzen. Wie sieht es denn jetzt aus hier? Okay. Wir drängen die Russen zurück. Wir haben halb Deutschland schon wieder erobert und es geht jetzt nach Baden-Württemberg. Cool, Leute. Allerdings ist die Folge zu Ende. Ich möchte euch nur noch kurz die Bonusgalerie hier zeigen. 8? Wie 8? Okay, krass. Wir haben 8 neue. Joe Kuchen führt seinen Würgegriff bei Frank Klepacki durch. Joes schauspielerische Erfahrung war besonders beim Aufnehmen mit körperlichen Szenen sehr hilfreich. Krass. Okay. Was haben wir hier? Joe Kuchen und Frank Klepacki bei einer Szene. Man beachte Joes Schuhe. Geil. Auf dem Greenscreen durften keine Flecken entstehen. Okay. Geil. Geile Schuhe. So, was haben wir hier noch? Frank Klepacki hat Spaß. Wenn in der Aufnahme nur der Überkörper gezeigt wurde, waren die passenden Hosen und Schuhe oftmals zweitrangig. Ja, guckt, mit Sandalen. Okay, Frank Klepacki hat Spaß. Ja, das ist doch... Ja, ja, okay, jetzt nochmal so ein anderes Bild von dem Würgegriff. Cool, wirklich cool. Joe Kuchen zeigt Frankie Packy, wie man im Freien überzeugend eine Zigarette anzündet. Oh Mann. Okay. Joe Kuchen übt seinen Würgegriff, den er bei Frankie Packy anwenden wird, sobald die Kameras laufen. Cool, Leute. Richtig cool. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, jo, machen wir beim nächsten Mal mit der Mission 8 weiter. Ich sehe schon mal hier. Hier Mission 8. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja,
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.